Ja, das Chaos für tausende Flugreisende, das geht schon eine ganze Weile, wird jetzt mitten in den Sommerferien noch viel schlimmer, denn genau seit 3.45 Uhr heute Morgen streikt das Bodenpersonal der Lufthansa. Verdi will damit jetzt den Druck auf den Konzern in den festgefahrenen Tarifverhandlungen noch einmal erhöhen. Ja, über 1000 Flüge wurden allein ja heute zusätzlich gestrichen. Betroffen sind vor allem die Drehkreuze Frankfurt und München, aber auch die anderen deutschen Airports. Sie spüren die Auswirkungen. Die Lufthansa wirft der Gewerkschaft Verantwortungslosigkeit vor. Unter dem Strich aber bleibt, der Streit wird mal wieder auf dem Rücken der Urlauber ausgetragen. Sie wollten in den Urlaub, auf Geschäftsreise oder einfach nur nach Hause. Doch für mehr als 130.000 Lufthansa-Passagiere geht heute nichts mehr. Die Stimmung entsprechend mies. Aktuell bin ich natürlich höchst gestresst. Ich halte es für nicht so besonders nett, das in der Ferienzeit zu machen. Seit 3.45 Uhr streikt das Lufthansa-Bodenpersonal. Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 20.000 Beschäftigten an allen Standorten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, weil auch die zweite Tarifrunde Mitte Juli ergebnislos blieb. Allein an den Drehkreuzen Frankfurt und München fallen deshalb rund 1000 Flüge aus. Verdi sieht falsche Personalpolitik während Corona als ein Problem. Wir können das alle aktuell in der Presse, in den Medien sehen. Lange Schlangen an den Flughäfen, belastete, überlastete Beschäftigte, Rangeleien, Schlägereien, Bespuckung von Beschäftigten. Und hier ist es so, dass die Belastung von den Arbeitgebern herbeigeführt wurde, dadurch, dass in der Krise zu viel Personal abgebaut wurde. Die Passagiere sollen auf alternative Flüge umgebucht werden. Lufthansa weist aber bereits darauf hin, dass die Kapazitäten sehr begrenzt seien. Und damit blicken wir an Deutschlands größten Airport in Frankfurt am Main. Farina Fechtner-Zenker ist für uns dort. Guten Morgen, Farina. Ja, ist das Chaos denn bereits sichtbar? Tatsächlich war gestern das Chaos sichtbar und heute ist es hier schon gespenstisch leer, zumindest in den Bereichen von der Lufthansa. Also da, wo gestern noch die Umbuchungen stattgefunden haben, da sind heute die Counter geschlossen aufgrund von dem Streik. Und wir werfen mal einen Blick auf die Anzeigentafel. Man könnte ja meinen, eine ganz normale Anzeigentafel, aber wenn man genauer hinschaut, steht da cancelled, cancelled, cancelled. Also die anderen Airlines, da läuft der Flugbetrieb ganz normal, aber wie gesagt, in dem Bereich der Lufthansa ist es eben gespenstisch leer. 92.000 Menschen wollten heute hier von Frankfurt aus starten und ja, die müssen jetzt leider erstmal verzichten, in die Luft zu gehen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.